Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yonder the Cloud Catcher Chronicles. Und ich sehe gerade auf der Karte, was habe ich denn für einen Questmarker? Das wollte ich eigentlich. Denn wir sind hier noch in Bobbintoff und wir müssen bei Tigin Gabardine, genau die, bei der müssen wir unsere Seide abliefern. Aber du hast auch was für mich. Oder? Da ist ein Ausrufezeichen. Gut gemacht, du hast als Schneider die Künste der berufsgezogenen Gilde gemeistert. Warum ist denn ein Ausrufezeichen bei dir? Bei dem Händler da drüben ist auch ein Ausrufezeichen. Aber da ist es auch über dem Kopf, nicht über dem Schneider. Oh, mein Groffi, meine Güte, du bist es. Endlich löst du meinen Schuldschein ein. Ah, es ist Cosi, deren Groffel wir gefunden haben. Ich hoffe, diese super süße Belohnung gefällt dir. Ich wollte dir zeigen, wie sehr ich deine Hilfe zu schätzen weiß. Und wir haben die Aufgabe Cosis erstaunliche Tiere abgeschlossen. Und was haben wir bekommen? Eine Haartolle. Ich habe offscreen übrigens, als ich da rumgerannt bin. Oh, das war der falsche Knopf. Das war auch der falsche Knopf. Hier mache ich das Menü auf. Es ist eine Weile her seit der letzten Aufnahme. Als ich rumgerannt bin, um die Thumbnails zu machen, habe ich die Frisur hier noch gefunden, den Hitzkopf, was ich auch sehr cool finde. Jetzt brauche ich nur eine coole Farbe, weil... Und die... Irgendwie von mir aus können wir auch die Maske absetzen. Jetzt brauchen wir nur eine coole Haarfarbe. Was habe ich denn hier? Meeresshampoo, damit färbst du deine Haare wie das Meer. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Ah, den Rest habe ich ja alles abgelegt. Ja, komm, dann, Upsa. Dann gönn dir. Ich möchte benutzen, bitte. Ach, da drüben ist es. Ich bin, sorry. Das sieht interessant aus. Irgendwie cool. Irgendwie mag ich das. Doch, das ist ein sehr cooler Look. Was hast du denn hier? Oh mein Gott, ein Groffel-Rucksack. Ein Groffel-Totem, oh mein Gott. Ah, guck mal, das kriege ich hier für Altkönigreich-Münzen. Segeloberteil, Frisuren. Wie viele habe ich denn? 32. Oh, und Bärte. Ich möchte einen Bart haben. Der Zylinder ist halt auch cool. Groffel-Rucksack. Ah, es ist alles so cool. Ich gönne mir mal den Vollbart. Und der Zylinder kostet nur 3. Den Zylinder hatte ich übrigens schon. Und der Bart sieht auch sehr toll aus. Huiuiui. So, sorry. Genug hier rumgespielt. Ich wollte eigentlich die Seide abgeben. Ich meine, ich muss das Let's Play noch künstlich in die Länge ziehen. Für YouTube Money. Das ist die feinste Seide, die ich je gesehen habe. Sie ist perfekt für die Wolkenfängersegel. Das ist ein Haufen Arbeit. Wir müssen zusammenarbeiten, um es zu schaffen. Du arbeitest 3 Tage und 3 Nächte mit dem Schneider zusammen. Ihr macht aus der Seide Wolkenfängersegel. Und noch mehr. Ja. Vielen Dank für deine Hilfe. Es war mehr als genug Seide für deine Wolkenfängersegel. Und es blieb sogar etwas für mich übrig. Jetzt weiß ich auch, warum Opa immer so gut angezogen war. Das ist meine Seide. Gib wieder her. Okay, du hast mir geholfen, die Segel zu machen. Ich bin dir nicht böse. Das heißt, dass wir ja jetzt eigentlich... Repariere den Wolkenfänger. Alles haben soweit. Gibt es... Ich bin ja die Nebenquest jetzt schon durchgegangen, als wir auf die Seide gewartet haben. Deswegen glaube ich, dass es für uns hier sonst gerade gar nichts mehr zu tun gibt. Auf dem Hof haben wir auch schon ein bisschen rumgebaut, ne? Da haben wir uns auch schon ausgetobt. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal wieder Richtung Altkönigreich. Und reparieren da mal den Wolkenfänger. Damit wir hier die ganze Düsternis los sind. Ja, ich habe das Gefühl, so langsam neigt sich das Ganze auch dem Ende zu. Also es wird jetzt nicht...
Ich schätze nicht, dass es jetzt schlagartig fertig sein wird. Das ist jetzt so hier, jetzt heute letzte Folge oder so. Aber das ist halt, ja, nicht mehr so arg lang dauert. Klar, es ist ein Open-World-Spiel und man kann danach immer noch weiterspielen und seine Farmen aufbauen und Quests machen. Es gibt wohl an den schwarzen Brettern immer zufallsgenerierte Quests. Das heißt, man wird da auch für immer Quests haben. Nein, ich dachte gerade, hier wäre eine Sackgasse. Ich hatte gerade etwas Angst. Und würden die Quests nicht ausgehen? Aber ja, wir werden mal sehen. So, es ist ein ganz schönes Stück, ne? Ohne die Teleporter. Da haben wir ja auch bei weitem nicht alle geholt. Ich weiß teilweise gar nicht, wo die sind. Wir müssten die doch alle gefunden haben. Wir müssten doch für alle mindestens eine Quest haben, oder? Wir haben die ganze Welt gesehen. Ja, also bis auf da das Meer halt. Und da im Süden ist noch was. Da im Süden vom Altkönigreich ist tatsächlich noch was, was wir entdecken müssen. Plot Twist, das Spiel geht erst los damit, dass wir den Cloud Catcher repariert haben, weil das dann offenbart, dass hinter der Düsternis so eine richtig fette Welt ist. Und das nur so eine Mini-Insel am Rand ist, auf der wir die ganze Zeit hier rumrennen. Nein, natürlich nicht. So, was bist du denn eigentlich für ein Tier? Ein Biber-Otter-Fuchs. Dings. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ist es nicht eigentlich mega die Verschwendung, wenn das Feuer auch tagsüber brennt? Ich meine, die ganze Energie und so. Und das Boot steht auf der anderen Seite. Warum steht das Boot da drüben? Ich brauche das Boot hier. Warum steht das Boot da drüben? Das beunruhigt mich gerade ein bisschen. Da steht das Boot auch. Sie haben das Boot geklont! Oder aufgrund der viel zu hohen Nachfrage durch Touristen ein zweites gebaut. So, bring mich mal rüber. Oder sie waren einfach zu faul, das Model auf der anderen Seite zu deaktivieren, wenn das Boot hier ist. Alles möglich. Ich will den Entwicklern jetzt nichts vorwerfen oder so, aber das sieht schon sehr cool aus. Es ist natürlich nicht komplett ausgeschlossen. So. Du hast Wolkenfängersegel. Fantastisch. Geh die Treppen hinauf und bringe die Segel an. Das mache ich doch sofort. So, wo muss ich die Segel anbringen? Hier? Ja. Na, das sieht doch schon wesentlich besser als davor aus. So, Doubles. Duples. Da kann ich nicht runterhüpfen. Ich wollte eigentlich abkürzen. Spiel lässt mich nicht abkürzen. Böses Spiel. Was soll ich denn als nächstes machen? Du hast das Arcadia-Eis. Du kannst durch den Eingang hinter mir gehen und den Filter reparieren. Aber dem Ding war ja alles kaputt. Also wirklich alles. Schwing! Okay, das funktioniert, schätze ich. Du hast Ersatzteile. Du kannst die Maschinen in den oberen Etagen reparieren. Und es fängt auch an zu schneien ein bisschen. Seht ihr das? Wir haben ja gerade Winter. Da drin?
Oder von außen? Ah, von außen wahrscheinlich. Hier können wir den Motor reparieren. Und es scheint doch soweit alles zu laufen. Wunderbar. Du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft. Schau, der Wolkenfänger setzt sich wieder in Bewegung. Gut gemacht, Geisterseher. Das Gleichgewicht zwischen unseren Welten ist wiederhergestellt und diese Welt kann nun heilen. Geh nun, Geisterseher, du wirst deine Antworten in den Ruinen des Altkönigreichs finden. Was für Antworten? Die Düsternis über dem Altkönigreich ist verschwunden. Du kannst zu den Ruinen des Palasts. Ich bin sicher, dort findest du die Antworten, nach denen du suchst. Ich hoffe, du bist dafür bereit. Und wir haben die Aufgabe. Repariere den Wolkenfänger abgeschlossen. Ein Blick auf die Karte sagt mir, dass wir ja dorthin müssen. Die Frage ist, wie kommen wir darüber? Unten rum oder können wir auch... Oh, jetzt fließt hier sogar Wasser. Das ist echt schön. Das ist echt schön. Kann man auch ein bisschen reingucken. Hier runter komme ich leider nicht. Na gut, dann gehen wir halt außen rum. Wir sollen die Wahrheit entdecken. Was auch immer die Wahrheit ist. Wie komme ich da hin? Komme ich da... Ah, dadurch kann ich da hin. Durch das, Dorf. Im Berg. Wo ging's da rein? Hier ging's da rein, oder? Ist das? Nein, das war ein Eingang zu früh. Da geht's auch noch nicht rein. Ich trotzdem noch alles mitnehmen, was ich irgendwie looten kann. Klassischer Daro an der Stelle. Oh, es miaute. Kätzchen. Wo Kätzchen? Kätzchen? Da oben, oder? Ja. Wie komme ich da hoch? Ich will da hoch. Ich will zu der Katze. Lass mich zu die Katze. Nein, lass mich. Ich will. Ah, Kätzchen. Meine Katze. In den Nachrichten so, ein seltsamer, gestrandeter Matrose rennt durch unser Königreich und klaut sämtliche Katzen. Seine Identität ist bisher unbekannt. Alles, was wir über ihn wissen, ist, dass er über die Felder rennt, Steine zerschlägt und Katzen klaut. Das ist so ein ewig langer Weg hier durch den Canyon, aber... Nix aber. Es ist so ein ewig langer Weg durch den Canyon. Es hat's zu Ende. Ah, da musste ich hier hoch, richtig. Ich erinnere mir. Na, dann geht es doch jetzt schneller, als ich dachte. Vielleicht ist dann doch die nächste Folge schon die letzte. Wahrscheinlich sogar, nicht nur vielleicht. Dann würde ich aber sagen, dass die nächste Folge nicht nur so 10 Minuten geht oder so.
Kann ich die Düsternis da hinten beseitigen? Das will ich noch ganz kurz ausprobieren. Denn wir wollen ja trotzdem noch so viel Düsternis entfernen wie möglich. Auch wenn wir schon richtig viel Düsternis entfernt haben. Ja. Jetzt können wir es. Vielleicht finden wir ja dann auch raus, warum wir Geister sehen können. So, hier können wir jetzt hoch. Hier ist eine Kiste. Mit 3 Samen. Nimm ich mit. Kostenloses Zeug ist kostenloses Zeug und hier ist noch mehr Nebel. Das verstehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Warum ist hier dann nochmal Nebel, wenn wir hier eh 14 Geister brauchen, um den Nebel da unten zu entfernen, um überhaupt hierher zu kommen? Können wir hier... Wir können hier noch einen Hof bauen. Das ist interessant. Was ich cool fände, kleiner Verbesserungsvorschlag, wenn man sich zu seinen Bauernhöfen teleportieren könnte. Wenn es da halt einen Teleportpunkt gäbe. Und, wenn da, weiß ich gar nicht, ob das so ist, wenn die Kisten von den Bauernhöfen miteinander verbunden wären. Das wäre auch cool. Dass man eben nicht kilometerweit von A nach B rennen muss. Das ist sowas, was mich bei dem Spiel die ganze Zeit schon so ein bisschen, stört, tatsächlich. Ich glaube, das wird dann auch die Bauernhöfe in ein zentraleres Licht rücken und eben ja aktiver dafür sorgen, dass, weil ich habe mitgekriegt, dass auch recht viele andere Spieler einfach fast gar nicht mit dem Bauernhof interagieren, die einfach nur so als Gimmick nebenbei sehen, obwohl das ja vom Spiel selbst als größerer Schwerpunkt eigentlich gelegt ist, keine Ahnung. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir darüber ins Altkönigreich und finden wohl ein Geheimnis raus. Mal schauen, was das ist. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.